Instant Ramen sind eine leckere, zeitsparende und günstige Mahlzeit. Nichts ist befriedigender als eine dampfende Schüssel Instant Nudeln. Du kannst sie in nur wenigen Minuten kochen und genießen. Instant Ramen mögen gut für deine Seele sein, aber sie sind nicht so gut für deinen Körper. In unserem heutigen Video besprechen wir, wie der Verzehr von zu vielen Instant Nudeln zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen kann. Nummer 1. Kopfschmerzen. Hast du mehr Kopfschmerzen als sonst? Vielleicht solltest du überdenken, was du isst. So gut Instant-Ramen auch sein mag, sie enthalten zu viel Salz, das Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Probleme verursachen kann. Wenn du zu viel Salz isst, steigt das Volumen deines Blutes und zwingt deine Blutgefäße, sich auszudehnen. Und Salz ist nicht der einzige Bestandteil von Instant-Ramen, der mit Kopfschmerzen in Verbindung gebracht wird. Wie alle anderen verarbeiteten Lebensmittel enthalten Instant-Nudeln MNG, das Kopfschmerzen und Muskelverspannung verursacht. Wenn du also nach dem Verzehr von Ramen-Nudeln Kopfschmerzen oder Sehstörungen bekommst, ist es an der Zeit, den Verzehr von Instant-Nudeln zu reduzieren. Nummer 2. Verändertes Verhalten. Wenn du zu viel Instant-Ramen isst, kann sich das auf dein Verhalten auswirken. Das liegt an dem Konservierungsstoff TBHQ, der verwendet wird, um die Haltbarkeit von Instant-Ramen zu verlängern. TBHQ wird mit ADHS in Verbindung gebracht. Du wirst überrascht sein, dass sich schon 1 bis 4 Gramm TBHQ Übelkeit, Verwirrung, Ohrensausen und Erbrechen verursachen können. Wenn du TBHQ über einen längeren Zeitraum zu dir nimmst, kann es sogar deine DNA schädigen. Nummer 3. Weniger Nährstoffe. Eine große Schüssel Instant-Ramen kann dich zwar satt machen, ist aber nicht besonders gesund. Sie liefert mehr als die benötigten Kalorien und eine Menge Fett, aber es fehlen die richtigen Nährstoffe. Wenn du zu viele leere Kalorien zu dir nimmst, bist du anfällig für viele schlimme Gesundheitsprobleme. Instant-Ramen enthalten kaum Ballaststoffe und Proteine, beides wichtige Bestandteile einer ausgewogenen Ernährung. Auch wenn die Nudeln winzige Mengen an Vitaminen wie Niacin und Riboflavin enthalten, gibt es viele andere Lebensmittel, die eine bessere Ernährung bieten, ohne zu viel Salz und Fett zu enthalten. Instant-Ramen können deine Ernährung wirklich durcheinander bringen, wenn du versuchst, in Form zu kommen, um deine Ernährung zu verbessern. Nummer 4. Dein Gehirn nimmt Schaden. Wenn du nur Instant-Ramen isst, hast du ein höheres Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen. Instant-Ramen sind ein billiges und einfaches Abendessen. Leider kann es dein Gehirn dauerhaft schädigen, wenn du zu viel davon isst. Die Zutaten, die uns nach Instant-Nudeln so süchtig machen, sind schwer und salzig, was dein Schlaganfallrisiko erhöhen kann. Frauen, die täglich Instant-Ramen essen, haben ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall und andere Krankheiten. Und Nummer 5. Du bekommst Blähung. Wenn du mehr als zweimal pro Woche eine Schüssel Instant-Ramen isst, wirst du dich aufgebläht fühlen. Als ob die Kalorien in deiner Lieblingsrahmenpackung nicht schon schlimm genug wären, kann Ramen noch viel mehr Schaden für deine Gesundheit anrichten. Das liegt an dem vielen Salz, das du zu dir nimmst. Und wenn du deine Ramen-Nudeln schlürfst, anstatt in sie hineinzubeißen, schluckst du eine Menge Luft, was ebenfalls zu dem aufgeblähten Gefühl beiträgt. Wenn du trotzdem ab und zu eine Ramen-Schüssel genießen willst, solltest du lieber etwas ballaststoffreiches Gemüse untermischen und die Mahlzeit mit einem leckeren Obstdessert abrunden. So kann dein Körper die Ramen viel schneller verdauen. Instant-Nudeln sehen zwar aus wie eine wohltuende hausgemachte Hühnernudelsuppe, aber das ist sie bei weitem nicht. Dein Körper muss viel härter arbeiten, um Instant-Ramen zu verdauen, als bei anderen Lebensmitteln. Möchtest du jetzt noch wissen, welche 6 Lebensmittel du essen kannst, ohne zuzunehmen, dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.